ebenfalls hoch nach Bayern. Bitte schön. Erstes Mal im Nasen der Mannschaft. Ganz herzlichen Glückwunsch zu einem hochverdienten Sieg, muss man sagen. Muss man auch anerkennen, wir sind hier hingekommen mit dem Bewusstsein, dass wir ein ganz, ganz schweres Spiel vor der Brust haben und da sehr, sehr viel passen muss, wenn wir hier punkten wollen. Nichtsdestotrotz hatten wir uns vorgenommen, hier zu punkten. Wir wollten ein gutes Spiel machen, sind eigentlich auch mit einem vernünftigen Gefühl, wie gesagt, eigentlich hingekommen. Haben es dann die ersten 20, 25 Minuten, denke ich mal, ohne dass wir selber zu großen Torschancen gekommen sind, aber ordentlich zumindest gegen den Ball dann noch hinbekommen. Kriegen dann das 0-1, in meinen Augen halt viel zu einfach, viel zu billig. Schon rausgespielt, aber es war meines Erachtens besser zu verteidigen. Und wir sind halt im Moment, leider Gottes, in der Phase, wo ich sage, uns fehlt das Selbstvertrauen. Wir sind ja sehr, sehr gut in die Saison gestartet und haben jetzt in den letzten acht Spielen 4 Punkte geholt, 4-mal unentschieden, 4-mal verloren. Uns fehlt im Moment jedes Selbstvertrauen, um nach einem Rückstand letztendlich dann nochmal ins Spiel zurückzukommen. Das hat man heute auch gesehen. Das heißt, mit dem 0-1, es kam mehr oder weniger unmittelbar danach relativ einfach das 0-2. Dann schenken wir noch einen Elfmeter zum 0-3. Gut, wir hatten zwar den Sonntagsschuss als solches, um dann 1-1 vielleicht machen zu können, aber ich bleibe dabei, es war ein Sonntagsschuss, war keine ausgespielte Torschance. Deshalb, ja, war die erste Halbzeit für mich über die 45 Minuten gesehen natürlich eine Katastrophe, weil wir zu einfach die Tore hergeschickt haben. Dann haben wir eine Halbzeit umgestellt, haben versucht, die Außenbahn, wo wir halt Probleme hatten, zu stabilisieren, indem wir auf 5 umgestellt haben. Ich fand auch, dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser im Spiel waren. Nichtsdestotrotz schenken wir dann wieder den Elfmeter zum 4. Tor. Und verlieren jetzt letztendlich. Fahren mit 5 Gegentoren nach Hause, das tut richtig, richtig weh. Also das ist eine Busfahrt, die macht keinen Spaß, wenn man 5 Gegentore gefangen hat und eigentlich gegen den Ball bisher in der Saison ganz gut gespielt hat. Und ich bin im Moment recht ratlos. Wie wir aus der Sache rauskommen, warum wir so in der Sache drin hängen, das macht mir im Moment sehr zu schaffen, auch persönlich sehr zu schaffen, weiß ich im Moment noch nicht. Welche Maßnahmen wir noch ergreifen müssen, um das Ganze irgendwo wieder in vernünftige Bahnen zu lenken, aber ich laber schon viel zu lange und würde gerne jetzt auch aufhören. Okay? Dankeschön. Gut, Dankeschön. Dann Lars. Ja, auch von mir, hallo in die Runde. Erstmal danke für die Glückwünsche, Uwe. Bin hellauf begeistert, wie ihr wahrscheinlich auch. Man merkt wirklich, wie fokussiert die Jungs mittlerweile sind. Einen kleinen Nackenschlag da am Anfang mit Micha Dinges beim Aufwärmen, der nicht spielen konnte. Hat die Mannschaft super weggesteckt. Marvin Munzel dann sein erstes Spiel von Anfang an, total unaufgeregt. Muss man Hut vorziehen, der Junge arbeitet Woche für Woche. Genauso auch Nico Kian jetzt, der in letzter Zeit weniger gespielt hat. Ja, daran sieht man auch einfach, jeder muss ein Stück weit Geduld haben, ja, was Personalien angeht. Ja, geht halt nicht immer so, wie man gerne hätte. Ja, manchmal spielt der Gegner auch eine Rolle. Aber zum Auftritt heute, wir wussten, Windhagen war eine starke Auswärtsmannschaft. Ich habe, glaube ich, das einmal verloren auswärts bis dato. War natürlich fokussiert, haben die Woche gut trainiert im Training und dann lieferst du meistens auch ein gutes Spiel ab, wenn du nicht vorher arbeitest. Unterm Strich muss ich sagen, natürlich geht der Sieg absolut verdient in Ordnung, allerdings ein teuer erkaufter Sieg. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, Marco Unnerstall im Oberschenkel, dann Daniel Littau auf die Schulter gefallen, der muss jetzt erstmal im Krankenhaus. Merkt aber, jeder, der dann zum Zug kommt, der ist gewillt, der gibt Gas, dann stimmt die Leistung auch. Und unterm Strich stimmt dann auch Ergebnis, wo drauf ankommt. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, sollen wir die Kirche doch ein Stück weit noch im Dorf lassen. Ne? Wir haben jetzt gerade mal Oktober und wir können gerne so weitermachen. Ich habe nichts dagegen. Ich denke, alle haben nichts dagegen. Aber wenn wir nachher dann im März, April sind, dann können wir über weiteres mal sprechen. Ja? Danke. Gut. Ja, danke eigentlich nur noch, mich zu bedanken bei den Zuschauern. In 2 Wochen haben wir hier, glaube ich, Spitzenspieler gegen MShausen. Ich hoffe, dass die Schalen einigermaßen gefüllt zu dem Spiel. Und wenn wir da gewinnen sollten, wird es richtig schön spaßig oben. Und schön denken bis dahin. Eine schöne Zeit zusammen. Ja.